So Leute, heute mal in ganz anderer Mission unterwegs. Es hatte mit entferntesten Ort natürlich mit Lost zu tun. Ich bin heute unterwegs mit meinem Quest X5. Ja, und schauen wir mal, ob wir was finden. Naja, das sieht doch schon mal ganz gut an. Zwei Ringer wert. Das wird wohl Schrott sein. Na, schauen wir mal. Wo ist das Schüppchen? Mein Schüppchen. So. Hat gerade geregnet. Also sprich, es ist heute mal in Ausnahmsweise ein bisschen kühler. So, dann mal gucken. Okay, ist draußen. So, wo ist der Pieper? Dann schauen wir mal, was der Pieper sagt. Also klar, ich sehe das schon. Ich würde sagen, es ist Schrott. Ich denke mal irgendwann vom Bagger, vom Trecker oder vom Hänger. Ja, also nicht interessantes. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Piepen wieder. So, hier haben wir wieder ein tolles Signal. Also was heißt toll? Also der kann sich ja eigentlich nur noch um Schrott handeln. Ein geringer Leitwert. Da schauen wir doch mal genauer hin jetzt. Ich meine, ich bin jetzt gerade erst mal seit 10 Minuten auf dem Acker. Ja, aber mein Pieper funktioniert da. Ja. Sagt mir gerade. Hier muss was sein. Soll ich gut der Bilder Hände nehmen? Aber. Da ist es. So, habe ich natürlich auch für die kleinen Sachen. Es ist wieder was Größeres. So, schauen wir mal, was das ist. Na, komm raus. So, da haben wir wieder ein Stück von einem ja, Treckerhänger, irgendwas, was hier die Felder bearbeitet. Das heißt dann Trash in die Tash. Gut, dann melde ich mich beim nächsten Signal wieder. So, da haben wir dann schon das nächste Signal. So, hier war die letzte Stelle. Also jetzt liegt hier dicht an dicht. Aber der Positive dabei ist, bis jetzt kein Müll gefunden. Also Müll im eigentlichen Sinne. Das liegt ziemlich weit an der Oberfläche. Das schreit nach dem Pieper, nach dem Pointer. So, dann pointen wir mal, kicken, was er sagt. Ja, ist ziemlich weit oben. Ich sehe auch schon rostig. Ja. Also ist es in dem Sinne nicht mehr zu erkennen, was das ist. Ist so ganz schön zerbröselt schon. Ja. Also das wird dann wieder Schrott sein. Ja, dann schauen wir uns mal beim nächsten Piepen weiter. Wieder. So, hier geht es dann auch gleich Schlag auf Schlag. Also wie gesagt, die letzte Fundstelle ist da. Und jetzt sind wir höchstens 50 cm weiter. Also wie gesagt, verzeiht mir, wenn die Qualität nicht so gut ist von dem Video. Das ist mein erstes Sondervideo. Normalerweise mache ich ja nur Lost Place. Aber das hat ja auch was mit Lost zu tun. So, das ist auch ziemlich weit an der Oberfläche. Eigentlich liegt das oben drauf. Da können wir dann gleich mal mit dem Pinpointer hinterher gehen. Schauen wir mal. Eigentlich müsste das ja hier irgendwo, da ist es. Ich glaube, ich habe es so ja schon. Jawohl. Und ich sage mal, ja, ich würde sagen, also nichts. Ja, das zerbröselt auch schon ganz schwer in der Hand.
Hat auch keine markante Form. Ich würde jetzt mit der Bürste rangehen. Ist auch federleicht, also es wird nichts Besonderes sein. Ja. Das heißt dann wohl wieder Trash in die Tasche. Und Leute, es regnet nicht. Ich bin am Schwitzen. Wie ein Schwein. Gut, beim nächsten Signal sehen wir uns wieder. So Leute, da ist dann schon das nächste Signal. Und diesmal auch ein stabile 63. Die letzte Fundstelle ist da. Also wie gesagt, wir bewegen uns immer in halben Meter Schritten. Und liegt auch wieder ziemlich weit oben auf. Also das könnte jetzt so, ja, erste Mal, eigentlich dieses Jahr für einen sauberen Acker. Es könnte sich diesmal sehr um Aluminium handeln. Obwohl ja Aluminium ja gut höheren Leitwert hat. Aber liegt wieder oben auf. Und glaube ich zumindest. Ja, funktioniert tut er. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachpiepen. Ja, da müssen wir wohl nochmal nachpiepen. Oh. War ja völlig daneben. Jetzt liegt er hier. Da ist es. Na, habe ich es jetzt schon weggeschoben? Da ist es. Hier ist es. Aha, da sage ich mal, jeder weiß sofort, was das ist, eine Patronenhülse. Ein ziemlich kräftiges Kaliber. Ja. Ja, ist Kupfer, deswegen auch dieser hohe Leitwert. Nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, ich habe leider keine Hand frei. Würde ich ja mal eine Bürste rausholen. Aber ich kann ja euch ja mal, ich mache mal hinten den Rücken sauber. Und dann schauen wir mal, was ich da rausgekriegt habe. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich ja mal ein bisschen sauber gemacht. So, Leute, wenn ihr wisst, um was für ein Kaliber sich das handelt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Also sowas in der Art an Munition habe ich selber. Na, kommen wir scharf. Na, wieder nicht. Ja, ist zu clean. Jetzt kriegen wir es hin. Also wenn ihr was weiß, was das sein könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, dann schauen wir uns beim nächsten Piepen wieder. So Leute, da haben wir schon die nächste Fundstelle. Ich will euch bloß mal zeigen. Hier habe ich jetzt die Patrone gefunden. Und keine 30 cm weiter habe ich schon das nächste Signal. Dann wollen wir dann gleich mal nachschauen. War ein recht niedriges Signal. Ich denke mal, es wird sich wieder um Schrott handeln. Da ist es. Da kommen wir der Sache schon näher. Auf jeden Fall habe ich gerade mal ein kleines Schüppchen bei. Schauen wir mal. So. Rausgeholt haben wir schon mal. Hier ist es, sehe ich schon. Also wieder irgendwas von irgendeinem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Also wieder Trash. Und weiter geht's. So Leute, da haben wir schon das nächste Signal. Und diese stabile 44, 45. Also wer sich damit auskennt, der weiß, was das heißt oder was das sein könnte. So, das ist auch, liegt doch ziemlich weit oben auf. Da werden wir doch mal mit dem Pinpointer mal hinterher schauen. Ob wir da nicht vielleicht so ja oben auf was finden. Aha, alles klar. Es ist natürlich
das erste Mal, dass ich auf diesem Acker jetzt hier Müll finde. Gut, weiter jetzt. So Leute, da habe ich schon das nächste Signal. Und also, ich sehe schon, da wird es wahrscheinlich liegen. Schauen wir mal, was hier hochgeholt wurde. Also, das ist mal ein Stück Stahl vom Feinsten. Also, hier hat wohl jemand seinen Bolzen verloren. Aber, nee, ist ein Rohr, ist innen hohl. Ja. Das ist ein Rohr. Gut. Das wäre dann, das lege ich mal beiseite, weil in die Tasche bekomme ich das Ding nicht. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Signal. So, da sind wir dann schon beim nächsten Signal. Schauen wir mal hier. Stabile 21, 27. Na, das kann ja alle Bürger sein. So, dann schauen wir mal. So, noch ein bisschen buddeln. Nehmen wir uns mal einen kleinen Spaten und dann schauen wir mal einfach nach. So. Oh, das liegt aber tief. Das liegt sehr tief. Also müssen wir noch ein bisschen buddeln. Mann, mir läuft der Schweiß. Gibt's da ja nicht. So, entschuldigt, dass die Bilder ein bisschen verwackelt sind. Aber es geht leider nicht anders. Momentan. So. Mal schauen, was er jetzt sagt. Ich glaube. Das ist der Spaten. Nee. So, wir müssen glaube ich noch ein bisschen tiefer buddeln. Oder habe ich das schon rausgeholt? Ja, Mensch, ich denke schon nichts rausgeholt. Aber es stellt sich als Schrott raus. So, das ist nämlich. Ich habe mich schon Roststellen gesehen, die ich eigentlich schon verraten haben. Hier ist es. Da ist es. Das sieht aus wie ein Riegel von irgendeinem. Ja. Das wird ein Riegel mal gewesen sein. Irgendein Verschluss zum Hochklappen. Also, Schrott. Nichts Besonderes. Gut, schauen wir mal uns beim nächsten Signal wieder. So Leute, dann haben wir schon die nächste Stelle. Ich spare euch mal das Piepen. Wir gehen mal gleich mit dem Pinpointer. Es macht schon Geräusche, das Ding. Jetzt schauen wir mal, ich sehe das schon. Da klemmt es. Es sieht schon wieder sehr rostig aus. Und sehr groß. Also, sieht aus wie ein kleiner Schieber. Kleine Kugel oben drauf. Also das ist schon mal was Interessantes. Kleiner Riegel. Wieder. Kleiner Riegel. Entweder zum Hoch und Runter schieben. Ja, also das ist doch mal interessant. Brauchen wir auch nicht großartig sauber machen, man erkennt, was das ist. Da brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. Gut, und weiter geht's. Huch, fällt noch gleich wieder rein. Und weiter geht's. Da haben wir das nächste Signal gehabt hier. Da starten wir. Warten wir bei Stellen. So, schauen wir mal nach. Oh, den haben wir sehr schön rausgeholt. Und bewegt sich um 53. 50er Wert. Das kann nichts. Das muss nichts Schlechtes sein, kann was Schlechtes sein. So. Und schauen wir nochmal nach. Ja, das gerade. Gepiept, aber
und komplett verloren. Gut, dann heißt es jetzt nochmal testen, ob der funktioniert. Funktioniert sehr gut. Aber wo habe ich den jetzt hingeschoben? Also müssen wir da nochmal ran. Zum Lokalisieren. Zum Rand geschoben habe ich das da. Gut, dann wissen wir ja, wo er liegt jetzt. Hier irgendwo. Ich wette mit, der ist wieder was winziert. Also normal. Der 1000. Alter Schwede. Was ist denn das? Das sind ja 1000 Signale hier. Aha. So, hier haben wir was. Ach, ich hab's schon gesehen. So. Gott, das ist wieder ein Mini von Splitter, die man hier sehr oft findet. Und wie gesagt, ich habe schon mehrere gefunden davon jetzt. Und die wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil nicht, dass es euch zu langweilig wird. Also ist nichts. Weiter jetzt. Nebenbei, ich bin auch nicht alleine. Das ist meine Schwester. Und sie sondelt mit dem Quest X10. Und ich sondel hier mit dem Quest X5. Als Einsteiger Modelle für die Preisklasse bis 200 Euro. Also bin ich mehr als begeistert. Die kleine Spule. Und die sind hochgenau, die Teile. Also für, wie gesagt, also wer einsteigen will oder wer sich dafür interessiert, also ich kann nur Quest empfehlen. Quest X5, X10. Also es sind, also die Geräte sind toll, sind sehr genau und auch, vor allem sind die sehr, sehr zuverlässig. Der Akku hält wahnsinnig lange. Also dem, bei voller Nutzung, da hält er mehr als 8 bis 12 Stunden. Und also ich bin echt begeistert. So, dann schauen wir mal weiter. So, da haben wir auch schon das nächste Signal. Und bei diesem Wert gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Entweder Silber oder Alu. Liegt auch sehr flach. Müsste so ja fast schon oben aufliegen. Also schauen wir einfach mal nach. So, Stelle habe ich mir gemerkt. Schippe brauchen wir jetzt nicht. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Da haben wir es schon. Okay. Ah. Und hat gesagt, Aluminium. Sieht aus wie eine alte Fischbüchse. Und es wird euer sein. Genau. Wieso, meine Schwester hat schon Silberlöffel gefunden. Silberlöffel leider abgebrochen. Silberlöffel und silbernen Löffelgriff, also sprich zerbrochen. Natürlich von den Ackergeräten auch stark zerstört. Gut, also das war wieder Aluminium. Findet man ja nun häufig. Allerdings muss ich dazu sagen, dieser Acker, wo wir hier sind, der ist extrem sauber. Also der ganzen Zeit, wie wir jetzt hier sind, wir bestimmt schon eine halbe, dreiviertel Stunde, noch keinen Bierdeckel, noch keinen kein Müll. Ich sage einfach mal, kein Müll. Bis jetzt eigentlich alle typische Ackersachen und kein Müll. Gut, dann schauen wir uns beim nächsten Signal wieder. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wieder ein Signal. Man kann sich ja bei dem Wert denken, was das ist. Und ich sage mal, das wird auch das letzte Signal sein, weil
ich mich dann jetzt aufhören werde. Aber hier schauen wir dann nochmal nach. Das liegt doch oben auf. Ist auch nicht so tief. Und bitte, wie gesagt, entschuldigt, das ist mein erstes, wie sagt man so schön, mein erstes Sonnenvideo. Ich habe es schon gemerkt. Und ich sehe es auch schon. Ja, was jetzt schon wieder sein kann. Gute Frage. Also wie gesagt, kann auch nur wieder von der Landmaschine sein. Mit massivet. Ja, aber was es sich dabei handelt, kann ich euch nicht sagen, Leute. Also wie gesagt, ich bin erschrocken, wie sauber dieser Acker eigentlich ist. Lieber habe ich gar kein Signal, als wenn ich hier nur ständig irgendwelche Bierdeckel, irgendwelche Schnapsdeckel, irgendwelche Dosen, Cola-Dosen oder irgendwie sowas rausziehe. Da ist mir dann sowas halt lieber. Wie gesagt, ist dann auch wieder Trash und Trash gehört in die Tash. Lieber wäre Cash in die Tash. So, gut, jetzt noch kicken, ob wir noch ein Signal kriegen. Weil ich muss noch da runter. Da muss ich noch hin. Wie gesagt, meine Schwester, die gräbt auch schon wieder. Also wie gesagt, hier sind viele gute Signale. Und vor allem, wie gesagt, kein Müll. So, na gut, dann schauen wir mal weiter. Leute, naja, dieser Acker erweist sich ja nicht nur als sehr sauberer Acker. Wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt unsere erste Münze gefunden. Es sieht aus wie 3 Pfennig. Auf der anderen Seite die Krone. Wer genau weiß, um was es sich hierbei handelt, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Also, weiter jetzt. So, wir haben uns dann doch entschieden, ein wenig zu bleiben, weil es scheint ja, es wird immer besser. Wie gesagt, da hinten ist meine Schwester. Ich muss wieder dahin. Ja, dann versuchen wir mal weiter unser Glück. Mal gucken, was hier noch zu, was wir noch zutage fördern. Also war auch ein sehr guter Wert und sehr klarer Wert. Um die 80, naja gut, jeder Sonnler weiß das ja. Also, geht es weiter. Bis gleich. So, da haben wir noch schon das nächste Signal. Ich habe mal schon ein bisschen vorher gehabt. Es schwankt. Also ich denke mal, es wird wieder irgendein Schrott sein. So, dann holen wir mal den Pieper raus. Und schauen wir doch einfach mal nach. So. Alles klar, ich sehe das schon. Hier ist es. Ein Draht. So, also wieder. Als jetzt bekannt, Trash in die Tash. Also ich habe heute nicht so ein Glück wie meine Schwester. Die hat, wie gesagt, schon einen Silberlöffel. Und dann den Scheidepfennig. 3 Scheidepfennig gefunden. Gut, dann will ich mal weitermachen. So, da haben wir schon das nächste Signal und auch das letzte Signal. Und jetzt scheint er noch etwas größer zu sein. Der Sache werden wir mal auf den Grund gehen. Das kann ja alles Mögliche sein wieder. Ah, ich spüre schon. Da ist es. Das sieht aus. Ja. Ja, also kunstvoll ist es schon mal. Jawohl. Also wieder nur Schrott. Zwar ein guter Wert teilweise, aber es hat auch geschwankt, weil es ganz schön verrostet ist. Also wie gesagt, also ich habe jetzt bis jetzt nur einen stabilen Wert gehabt und das war bei der Patrone. Genau. So Leute, dann würde ich sagen. Das war von meiner Seite aus. Also wie ihr schafft, entschuldigt die Qualität des Videos. Das ist mein erstes Sonnenvideo. Ja, wie gesagt. Also dieser Acker hier erweist sich als sehr gut, auch wenn man nicht viel Metallschrott findet. Nicht Schrott oder Müll in dem Sinne. Also echt sauber der Acker hier. So Leute, dann wünsche ich euch was. Und wie ihr sagt, lasst Kommentare da. Und entschuldigt nochmal über die Qualität des Videos. Ist mein erstes in dieser Form. Gut, ich wünsche euch was. Macht gut.